Kurs übernehmen Sie, Shepard. Viel Glück! Nähern uns Landestelle 2. Gut, das ist jetzt so typische Mission, ihr kommt jetzt hier an, ihr habt jetzt zwei Squad-Mitglieder, jetzt kann ich auch hier auf dem Squad-Bildschirm gucken. Wir haben immer Kaidan, der ist Wächter. Da kann ich ja auch euch einfach mal so zeigen. Jenkins ist Soldat. Der ist automatisch gelevelt worden, weil ich das ja eingestellt hatte. Und Kaidan ist Wächter. Das bedeutet Jenkins, der wird mit dem Sturmgewehr schießen und dem Kaidan drücke ich eine Pistole in die Hand, würde ich sagen. Weil der Wächter hat... ist die einzige Klasse, die überhaupt keine Ausbildung an der Waffe genießen kann. Der kann mit der Pistole kann jeder Charakter zielen, aber der Kaidan kann überhaupt nicht, na sag schon, sich darin ausbilden lassen. Er kann damit nur zielen. Also den da, aber er kann halt nicht den Skill Pistole lernen. Naja, was ich noch vergessen hatte auf dem Schiff zu zeigen, waren meine Fähigkeiten. Also einmal die 1, das ist diese Warp-Kugel und in dem Gebiet da wird, nimmt dann halt jeder Schaden. Und einmal der Wurf, das sieht jetzt nicht so spektakulär aus, aber ihr habt vielleicht das blaue Ding gesehen, das ist halt dieses Ding. Naja, ihr werdet das dann im Einsatz besser sehen. Ja, ich werde hier noch keinen Cut machen, das wäre fies, euch das vorzuenthalten einmal. Also mit WASD bewege ich mich nur und Umschalt ist halt Rennen. Manchmal rennt der halt richtig, manchmal nicht. Die Viecher könnte ich jetzt zum Beispiel mal anschießen. Die sind jetzt nicht gefährlich oder so, die muss man auch nicht... Was? Ja, warum auch immer verdammt. Ich sehe hier nichts. Na egal, es geht. M kann ich jetzt die Karte aufrufen, dann kann ich sehen, dass... So, bis da ist erstmal das erste Level anscheinend. Werde aber nicht weit spielen. Was ist hier geschehen? Es sieht doch ganz normal aus. Hier ist doch... Okay, nee, okay, hier liegen Leichen. Ja, ich finde die Levels an sich aber ganz cool gemacht. Oh Gott. Ich könnte hier in Deckung gehen, das macht er dann automatisch. Wir können ja jetzt mal eine unserer Fähigkeiten einsetzen, den Warp. Wie ihr seht, das Vieh leidet jetzt Schaden. Und einmal den Wurf. Das ist eher so ein Instant-Kill, aber der bringt bei diesen Drohnen nicht viel. Weil diese Drohnen halt fliegen. Wir haben einen Stufenaufstieg erhalten, dann kann man U drücken. Macht er jetzt beim ersten Level aber halt automatisch. Gut, wir werden auf jeden Fall einen auf Experte und zwei auf Basispanzerung nehmen. Damit haben wir den Schildboost freigeschaltet. Und noch zwei Level, dann haben wir Pistole freigeschaltet. Kaidan ist komplett durch die Schwierigen und Werfen gegangen. Ja, also ihr könnt halt hier, also wenn ihr an so einen Stein geht, geht der automatisch in Deckung. Und wenn wir dann, und wenn er dann hier so ist, dann könnt ihr mit der Zielen-Taste aus der Deckung hervorschnellen und wenn ihr die loslasst, wieder nicht. Ist ganz cool gemacht. Ja, Jenkins ist tot. Das ist der erste Tod und gucken wir mal. Sein Schild wurde förmlich zerfetzt. Er hatte nicht die geringste Chance. Das ist richtig. Ah ja, ich werde hier mal sozial sein an der Stelle, weil bei einem Toten die letzte Ehre muss schon sein. Wir werden uns darum kümmern, dass er nach Ende der Mission eine angemessene Feier bekommt. Aber jetzt brauche ich Ihre volle Konzentration. Jawohl, Sir. Gut, wir haben jetzt zwei Vorbildlichkeitspunkte bekommen. Und weiter geht's. Wie ihr ganz seht, die Biotic-Fähigkeiten, jetzt sind die wieder einsatzbereit. Also wir haben jetzt nicht die höchste. In Mass Effect 2 sind das eher so Fähigkeiten, die dann so 4-5 Sekunden Abklingzeit haben. Frag mich nicht, warum ich diese Viecher umbringe. Ich weiß es gar nicht. Also hier ist der Warp bei den Drohnen definitiv effektiver. Aber die Drohnen sind sowieso recht einfach. Ich habe hier ein paar ausgebrannte Gebäude, Shepard. Unzählige Leichen. Ich werde mich jetzt umsehen. Da sehen wir sie an der Ausgrabungsstelle einzuholen. Hier haben wir ein Upgrade-Kit, das öffnen wir. Da haben wir ein Upgrade, nämlich Großkaliberlauf 2. Das nehmen wir. Wir haben auch ein Medigel 120 und einen Codex bekommen, wo uns das dann erklärt wird. Das ist ein Waffenaufsatz. Dann können wir hier bei der Pistole hingehen. Wir haben eine Kessler 1, da sehen wir den Schaden und so weiter. Können wir da draufklicken. So, was macht das denn? Feuert größere Geschosse ab und erzielt so mehr Schaden. Allerdings wird die Feuerrate reduziert und die Waffen überhitzt schneller. Plus 12% Schaden, minus 20% Feuerrate und Hitzeobservation. Ja, werde ich auf jeden Fall ausrüsten. Ja. Wunderbar. Ja, die Vorrat ist jetzt wirklich ein bisschen geringer, aber bei einer Pistole spielt es nicht wirklich so die...
Rolle. War das schon alles? Ach, kann ich noch nicht. Ja, wie ihr seht, bei den Drohnen bringt das nicht so viel zu werfen, weil die können einfach nicht irgendwie richtig wegfliegen, weil die ja fliegen. Die meisten Gegner sind aber recht anfällig dafür. Ich glaube, wir sind fertig, Commander. Sind hier nicht noch irgendwo... Ich suche halt gerade nach Kisten, weil gerade am Anfang eines Spiels, wie vielleicht den Morrowind gemerkt habe, ist es wichtig, Ausrüstung zu finden. Moment, ich suche hier. Ja, da liegt doch sogar was. Wusste ich doch. Das ist ein Medizinkit, da gibt es Universalgel drin wahrscheinlich. Ja, genau. Nicht Universalgel, Medigel. Also, Heilungspacks. Und warum kann man meine Maus gerade sehen? Seht ihr das auch? Naja, das ist merkwürdig, das sollte eigentlich nicht passieren. Das ist wirklich sehr merkwürdig. Das ist extremst merkwürdig. Das ist total scary. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich habe hier eine Maus. Aua. War ja, glaube ich, auch auf dem Video drauf, wenn ich mich recht entsinne. Ja, wir werden ihr mal helfen. Ach ja, springen geht in dem Spiel leider nicht. Jetzt kann ich euch mal den Wurf demonstrieren. Der ist bei diesen Typen besser. Der tötet sie auch direkt. Gunnery Chief Ashley Williams vom 212. Haben Sie hier das Sagen, Sir? Sind Sie verwundet? Das ist fast strange mit der Maus, ey. Das ist doch total doof. Normalerweise passiert das nicht, Leute. Also, ich weiß nicht, ob ihr es überhaupt seht. Das Gebiet um die Ausgrabungsstätte, als sie angriffen. Wir haben noch versucht, einen Notruf abzusetzen, aber sie haben unsere komplette Kommunikation gekappt. Seitdem kämpfe ich um mein Leben. Haben Sie eine Ahnung, mit was für einem Feind wir es hier zu tun haben? Ich glaube, das sind Geht. Die Geht haben den Nebel seit 200 Jahren nicht mehr verlassen. Warum sind Sie jetzt hier? Sie müssen wegen des Senders hier sein. Die Grabungsstätte ist in der Nähe. Gleich hinter der Anhöhe. Er könnte noch da sein. So, sie soll mitkommen. Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen, Williams. Jawohl, Sir. Es ist Zeit für eine Revanche. Los geht's. Ja, wir kriegen jetzt eine neue Pistole und neue Munition. Panzerbrechend. Drücken Sie I, ja. Okay, können wir mal gucken. Die Pistole macht mehr Schaden. Ja, Präzision ist bei der Pistole nicht so wichtig eigentlich. Ja, jetzt fragt er uns, ob wir das Upgrade mit übertragen wollen. Wollen wir natürlich. Und wir haben dann neue Munition. Plus 15% Schaden gegen synthetische Ziele. Geht zum Beispiel, sind Maschinenrassen. Jetzt ist die Maus wieder weg. Okay. Und da haben wir eine Rüstung. Leicht Mensch. Es gibt auch Rüstung Leicht Turianer zum Beispiel. Neue Munition. Oh, wollen wir noch mal gucken. Und jetzt habe ich wieder so ein... Ja, das Scorpion ist auf jeden Fall besser. Haben wir hier was Neues bekommen? Nee, ne? Munition. Wir haben Panzerbrechen, chemisch. Giftschaden und... Nochmal. Wir nehmen mal die chemisch... Oder? Oh, nee, wir nehmen Panzerbrechen eigentlich, weil ich glaube, in dieser Mission gibt es nur synthetische Ziele. Kann ich hier speichern? Ich kann hier speichern. Gut, Leute, dann speichere ich jetzt hier. Ja, ich würde sagen, das ist auch ein guter Punkt zum Cut. Wir haben jetzt hier unser neues Teammitglied gefunden. Dabei kann ich euch gleich auch noch eine Sache zeigen hier, kurz. Dann ist das, habe ich nämlich das Medigel behalten. Wenn ihr F drückt, macht ihr Medigel und wie ihr jetzt seht, unsere Lebensbalken steigen. Wird dort auf alle angewendet. Naja, das war es erstmal vom ersten Part. Das war jetzt halt so ein bisschen, ich zeige euch, wie es funktioniert und so, das Interface. Beim nächsten Mal geht es dann richtig los. Wir haben jetzt hier schon die Geht gesehen. Wir haben unser ein neues Teammitglied erhalten. Die Ashley, ach ja, die könnte ich auch nochmal in dem Screen hier zeigen. Sie ist Soldat. Also das ist halt der Soldat. Die ist gerade momentan auf Sturmgewehr und Kampfpanzerung. Sturmangriffstraining erhöht einfach den Nahkampfschaden. Es gibt keine Taste für Nahkampfangriff. Wenn die Gegner zu nahe dran sind, gehen die, glaube ich, automatisch in den Nahkampf. Wenn sie es können, glaube ich. Naja, egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Mass Effect. Und damit sage ich Tschüss.